So schön, dass du wieder dabei bist und dir dieses Video anschaust. Mein Name ist Graziella Wicki und ich möchte dir etwas ganz Besonderes heute zeigen. Ich möchte dir zuerst eine Frage stellen. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es einen Glücksknopf gibt, den du drücken kannst, um glücklich zu sein? Würdest du jetzt sofort diesen Knopf drücken wollen? Wenn deine Antwort ja lautet, dann mach jetzt unbedingt diese Übung mit und schau dir das Video bis zum Ende an. Ja, dieser Glücksknopf, du kannst ihn dir nirgendwo holen. Er ist, wie gesagt, schon Teil von dir und ich werde dir jetzt ganz genau zeigen, wie das geht. Ich bitte dich jetzt einfach mal, dich auf dieses Experiment einzulassen. Egal, ob du das schon kennst, ob dir das schon vertraut ist, die Art und Weise, sieh es als Experiment an. Und sei neugierig, offen und lass dich einfach mal mit allem, was du gerade hast, darauf ein. Ich bitte dich jetzt einfach mal ganz entspannt, dich hinzusetzen oder hinzustellen. Lass mal deine Hände an deinem Körper einfach herunterhängen und jetzt erinnerst du dich an irgendein Ereignis, vielleicht ganz kurz zurück, vielleicht geht es ganz weit zurück, in dem du glücklich warst. Etwas, was richtig viel Freude in dir weckt. Vielleicht die Hochzeit, die Geburt eines Kindes, vielleicht irgendeine Feier, etwas, was du geschafft hast, irgendetwas, was dich so richtig glücklich gemacht hat. Vielleicht warst du verliebt, vielleicht bist du verliebt, irgendeine Situation, an die du dich erinnern kannst, wo du glücklich und voller Freude warst. Und erinnere dich jetzt daran, so gut wie es gerade geht. Tauch in dieses Bild, in dieses Gefühl ein und dann bitte ich dich jetzt die linke Hand zu nehmen und mit der Handfläche auf der Höhe deines Brustkorbs hinzuhalten, hier wo auch dein Herz ist. Leg es einfach so in einem Abstand von ein paar Zentimetern vor dich hin. Und jetzt tauchst du in dieses Gefühl aus dieser Situation ein, als du glücklich und voller Freude warst. Und dann legst du jetzt deine Hand auf deinen Brustkorb auf, du berührst dich jetzt ganz sanft auf deinem Herzensraum und du lässt jetzt dieses Gefühl, dieses Glücklichsein, diese Freude, dieses Zufriedensein größer und stärker werden. Denk daran, dehn dieses Gefühl aus und dann sagst du, ich bin glücklich, ich spüre Freude. Sprich das, wenn es gerade geht, auch laut aus. Lass dieses Gefühl noch größer, noch stärker werden. Ich bin glücklich, ich spüre Freude. Atme dabei ganz entspannt ein und wieder aus. Lass das Gefühl noch größer werden, dehne es noch mehr aus. Ich bin glücklich, ich spüre Freude. Und jetzt noch einmal ganz groß werden lassen, noch stärker werden lassen, dieses Gefühl. Ich bin glücklich, ich spüre Freude. Und dann spürst du jetzt mal in deine Handfläche hinein, wie sich das anfühlt. Vielleicht ist durch die Berührung schon ein bisschen warm geworden. Und dann nimmst du deine Hand wieder vor deinen Brustkorb. Und gehst jetzt mit deiner Hand vor deine Bauchdecke. Ich kann dir das mal zeigen. Du legst jetzt deine Hand einfach auf die Höhe deiner Bauchdecke, auch wieder mit dem Abstand von ein paar Zentimetern. Und verweilst einen Moment und spürst mal, ob du auf deiner Bauchdecke irgendwas wahrnehmen kannst. Vielleicht wird es da ein bisschen wärmer. Vielleicht spürst du auf deiner Bauchdecke irgendetwas. Nur beobachten. Und auch hier sagst du nochmal, ich bin glücklich, ich spüre Freude. Dann bitte ich dich nun, deine Hand
einfach wieder in diesem Abstand nach oben zu deinem Herzensraum, zu deinem Brustkorb zu führen. Tief und entspannt ein- und auszuatmen. Um mal hineinzuspüren, wie sich das jetzt in deinem ganzen Oberkörper, in deinem Brustkorb anfühlt. Spürst du Glück? Spürst du Freude? Fühlt es sich leichter an? Hat sich was verändert? Nimm das mal ganz bewusst wahr jetzt. Dann lässt du jetzt die Hände wieder ganz entspannt und locker neben deinem Körper ruhen. Jetzt nimmst du wieder die linke Hand und du legst jetzt direkt auf deinen Brustkorb. Wie fühlst du dich? Was macht diese Berührung jetzt gerade mit dir? Du kannst es wieder testen. Lass die Hände wieder an deinem Körper herunter. Und berühre dich jetzt nochmal. Wie fühlt sich das an? Kannst du deinen Unterschied spüren? Macht das was mit dir? Fühlst du dich noch gleich wie vor der Übung oder hat sich da was verändert? Schreib doch das bitte in die Kommentare unter diesem Video hinein. Ich bin sehr gespannt, ob du da was wahrnehmen kannst. Wiederhol diese Übung 2-3 Mal, wenn du hier jetzt noch nicht so viel gemerkt hast. Die meisten spüren das sehr, sehr schnell. Ansonsten nutz diese Übung in deinem Alltag. Wenn du dich müde, ausgelaugt, energielos, schlapp, unzufrieden, traurig, wütend fühlst, nutz diese Übung. Du setzt hier innerhalb wenigen Sekunden einen positiven Anker, der genauso Teil von dir ist wie alles andere, was du gerade empfindest. Es bestimmt einfach, wo du deinen Fokus hinlenkst. Da, wo dein Fokus ist, da fließt Energie. Und wenn du Energie haben möchtest, wenn du Freude haben möchtest, wenn du glücklich sein möchtest, dann darfst du diesen Anker setzen, damit da die Energie hinfließen kann. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Dann gib mir doch ein Like, damit ich das auch sehen kann, damit ich dir noch mehr solche Übungen zur Verfügung stellen kann zukünftig. Und ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald. Tschüss.